bin Nina Rufener, komme von Erstfeld, bin seit einigen Jahren in der FDP, arbeite andermal als Lehrperson. Ich tue sehr gerne Reisen, mache gerne Sport, verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Liebsten. Ich bin sehr eine offene Person, tue gerne Sachen organisieren und kann, glaube ich, sehr gut reden. Zu meinen grössten Ängsten gehört Platzangst. Ich bin relativ gross und brauche meinen Platz. Ich bin stolze Urnerin, weil landschaftlich hat es hier eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und es ist sehr ein familiärer Kanton. Das wiederum kann manchmal auch so ein bisschen negativ sein, weil die Anonymität, die man vielleicht in einer Stadt hat, hat man hier halt nicht. Aber ich denke, auf das kann man sich einstellen, wenn man hier lebt. Ich würde auf die Zukunft betrachtet sehr gerne wieder in den Landrat gewählt werden, weil ich denke, es ist die optimale Gelegenheit, mitzudenken, mitzureden, mitzuentscheiden und später dann auch mal mit der Verantwortung zu leben. Ja, Nina, du bist schon in der letzten Amtsperiode im Landrat gehockt, mindestens teilweise. Was hat dich am meisten überrascht in dieser Zeit im Landrat? Es ist mega interessant. Das hätte ich irgendwie, ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Du lernst sehr viele interessante Leute kennen und also Diskussionen. Meistens hast du so von deiner Partei aus, kommst mit deiner Meinung und hast das Gefühl, da ist es, oder? Und wenn dann so die Argumente von der anderen Seite so los ist, es ist wirklich total interessant, hast du das Gefühl, ah ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht selber gedacht. Also faktisch, hat es dich überrascht, dass es überhaupt interessant ist? Nein, also dass es interessant ist, habe ich ja schon gedacht. Aber dass es so interessant ist, hat mich positiv überrascht, wirklich. Weil wenn ich das erste Mal meinen Briefkasten auf da habe, ist einfach so eine riesen fette Bieg voll Briefe da drin gewesen. Und dachte ich, yes, Gott, wenn ich das alles lesen muss. Und dann, als ich es durchgelesen habe, dachte ich, das ist ein bisschen trocken. Aber wo die Diskussion entstanden ist, muss ich sagen, ist eigentlich wirklich super interessant. Es macht Spass. Cool, hören wir gerne. Gut. Steuergelder gut eingesetzt. Ja. Du bist Lehrerin, Nina, hast du vorher auch schon gesagt. Mhm. Als Lehrerin ist es nicht mega schwierig, einen Job zu finden hier. Mhm. Es gibt auch andere Ausbildungen, Ingenieur, Chemiker, Ärzte und so weiter. Wie können wir die Leute im Kanton Uri behalten? Ich denke, man muss es wirklich einfach attraktiv gestalten. Also sprich, man muss ihnen entgegenkommen mit... Ja, ich meine, das mit den Ärzten ist ja jetzt gerade so ein Dauerbrenner im Moment. Dass man halt wirklich auch die jungen Leute auch angeht. Und ich meine, die Umgebung, ich meine, es muss auch attraktiv zum Teil wohnen sein. Es ist ja nicht nur der Beruf selber, der attraktiv muss sein und die Möglichkeit, dass man da arbeiten kann, sondern es muss ja eigentlich alles stimmen. Das ganze Umfeld muss stimmen. Attraktiv zum hier wohnen ist es ja schon? Ja, von der Landschaft her, ja. Was fehlt sonst? Ja... Ich meine, es wird relativ viel gebaut im Moment und es ist relativ teuer. Das ist auch noch so ein Punkt, den man beachten muss. Aber wenn ich recht bin, ist der Kanton Uri in einer Gegend, wo es grundsätzlich günstiger ist zum Wohnen. Ja, aber ich meine, stell dir jetzt mal vor, ich habe jetzt frisch arbeiten und ich meine, ich wohne in Erstfeld, was relativ günstig ist. Aber wenn ich jetzt so meine Ansprüche habe und sage, ich will jetzt zum Beispiel eine 4,5-Zimmer-Wohnung, dann zahlst du ja zu Adolf also wesentlich mehr als zum Beispiel in Erstfeld. Und das sind so Punkte, wo ich sage, die musst du einfach auch bedenken. Du musst es einfach wirklich als Gesamtprodukt muss attraktiv sein. Oder wenn du zum Beispiel mal daran denkst, willst du mal Kind haben, auch zum mit Schule gehen, Bildung und all das. Das muss einfach das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Aber es ist nicht ganz einfach. Schlussendlich müssen auch die Jobs hier sein. Ja, es ist ja nicht nur das. Warum gehen viele Leute auswärts arbeiten? Weil sie natürlich mehr verdienen. Und dann kommen sie da vielleicht wieder zurück, weil sie halt einfach das ganze Netz hier haben. Und dann, ja, ich meine, eben, du musst Arbeitsplätze arbeiten können. Und wir sind halt relativ klein. Also der Kanton ist relativ klein. Und darum von dem her gesehen, ich meine, ja, klar, jetzt im Moment brauchen wir Ärzte. Aber wenn es dann mal genug Ärzte hat, dann hat es dann genug Ärzte. Weißt du, was ich meine? Eigentlich nicht ganz. Mit den Ärzten ist es eigentlich recht simpel. Hier gehen die Hausarztpraxen zu, oder? Wir brauchen Ärzte, aber jetzt einen Ingenieur oder einen Chemiker. Ist das ein Rezept? Das Rezept habe ich dir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommen wir zur Staatspolitik, ganz kurz. Ein Fall hat uns die letzte Zeit beschäftigt, Fall Ignaz Walker. Ja. Wir waren extrem in den Medien gewesen. An jedes Juristenseminar, das ich gehe, würde ich darauf angesprochen, haha, ihr doofen Urner. Mhm. Hat der Ruf vom Kanton Uri durch den Fall irgendwie wirklich gelitten? Ich denke, das ist genau das, was ich vorhin mal angesprochen habe. Dass jeder kennt jeden, oder? Und das Geschnurr und halt auch mit den Medien, das ist halt einfach so. Ich meine, die Medien können schon auch so ein bisschen auslegen, wie es dann wirken soll. Also von dem her gesehen, denke ich, das ist so ein Thema, und ich muss sagen, das ist natürlich halt auch in den Medien, finde ich persönlich, jetzt so ein bisschen schwierig kommuniziert worden. Aber hat uns der Fall geschadet? Hat er uns geschadet, ja oder nein? Nein. Okay. Ja, du bist in der FDP, mhm. Eine junge Lehrerin in der FDP.
Es ist die Partie von der Reichen, von der Banker. Wie sieht es eigentlich auf deinem Konto aus? Manchmal besser, manchmal schlechter, je nachdem. Nein, gut. Ich bin zufrieden. Kann man auch mit einem tiefen Kontostand in der FDP sein? Ja, natürlich. Es gibt immer mehr Arme auf dieser Welt. Es gibt immer mehr Arme im Kanton Uri. Die haben vielleicht ein bisschen Mühe, die Ansicht von der FDP zu teilen. Wie siehst du das? Was sagst du denn? Ich denke, es geht ja nicht immer nur alles um Geld. Es geht ja auch so ein bisschen darum, die gesunde Mitte zu finden. Es gibt ja einfach die Extremen, oder? Links und rechts. Und ich denke, du darfst es nicht nur wirtschaftlich betrachten sehen. Ja, Nina Rufner, ich danke dir recht herzlich für das Interview und dass du hier angekommen bist. Merci. We'll be right back.